Ich habe irgendwie gar keine Lust, jetzt M&M's zu frühstücken. Also wirklich gar nicht. Ja. Fail, würde ich mal sagen. Fonji, du willst jetzt nicht noch Eisland für essen, ne? Es ist 8:30. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute was richtig, richtig Cooles für euch. Und zwar esse ich heute einen Tag lang Regenbogenfarben. Das wurde sich im Live-Chat unter meinem letzten Video so sehr gewünscht. Und ich dachte so, warum nicht? Das ist mal eine ganz schöne Challenge, würde ich sagen. Ich wollte ja eigentlich nur eine Farbe, aber dann kam der Vorschlag Regenbogen. Und ich war sofort so, klingt sehr interessant. Und genau das werden wir heute mal ausprobieren. Ich bin echt mal gespannt, wie der Tag so wird, was auf mich zukommt, ob ich satt werde. Mal sehen, was der Tag so bringt. Und ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht zu lange, wir legen direkt los. Aber vorher noch was ganz Wichtiges. Und zwar habe ich gesehen, dass richtig viele von euch, die mir zugucken, noch nicht meinen Kanal abonniert haben. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Ja, das schadet ja keinem und hilft mir in dem Falle. Also klickt einmal auf den roten Abonnier-Button und dann kann es auch schon mit dem Video losgehen. Viel Spaß! So, für die Farbe Lila habe ich hier erstmal dunkle Weintrauben. Klar, die sind nicht ganz so lila, wie ich sie erhofft hatte, aber eigentlich sind die ja schon lila, wenn man so Bilder im Internet sieht und so. Dann geht es weiter zu Blau. Blau war die größte Challenge. Gott sei Dank retten mich meine M&M's, denn ich habe noch ein paar blaue M&M's hier. Hier ist noch ein dritter. Aber ja, ich habe irgendwie gar keine Lust, jetzt M&M's zu frühstücken, also wirklich gar nicht. Ja, dann nach Blau kommen wir zu Grün. Für Grün habe ich einen grünen Apfel gekauft, das lag mir irgendwie am nächsten und passt zum Frühstück ganz gut, finde ich. Man könnte jetzt auch einen grünen Smoothie oder so kaufen, aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich mag sowas überhaupt nicht, also gar nicht. Nach Grün kommen wir zu Gelb. Da habe ich diesmal Maiswaffeln gekauft, die ich beim letzten Video nicht hatte. Diesmal habe ich sie gekauft und ja, davon habe ich jetzt so eine Packung hier, es sind gerade 4 Stück. Dann für Orange habe ich eine selbstgemachte Marmelade. Das ist jetzt Nektarine. Ja, liebe ich, von meiner Mama selbst gemacht, schmeckt immer am besten. Und ja, genau, das mache ich dann auf die Maiswaffeln. Und für Rot zum Schluss habe ich natürlich Erdbeermarmelade. Kommt auch auf die Maiswaffeln. Ja, ich würde sagen, das bereite ich mir jetzt mal zu. Und dann zeige ich euch nochmal ein Close-up. So, das ist jetzt hier mein Frühstück. Ich habe jetzt noch Weichkäse auf die Maiswaffeln gegeben. Da hinten und da hinten. Und ja, ich esse Käse mit Marmelade. Ich liebe diese Kombi. Wer es noch nicht probiert hat, probiert es erstmal, bevor ihr irgendwas sagt. Der ist ja auch auf jeden Fall gelb. So sieht das Ganze jetzt aus und ich lasse mir jetzt schmecken. Die Werte kann ich euch jetzt im Nachhinein noch zeigen. Und ja, dann würde ich sagen, esse ich jetzt mal. So, ich habe mir jetzt hier einen Energy Drink genommen. Das ist die Geschmacksrichtung Sour Apple. Und ich hoffe natürlich, dass sie grün ist. Ich habe jetzt hier mal so ein durchsichtiges Glas, damit ich gucken kann. Ob der... Oh, ich krieg's wieder nicht auf. Ich hasse sowas. So, jetzt hoffe ich, dass er grün ist. Das wäre echt Bombe. Also bitte, bitte sei grün. Ist jetzt ein Scherz, oder? Der ist einfach weiß. Warum? Da steht Apfel drauf. Warum ist der jetzt weiß? Ich komme gerade nicht drauf klar. Das fuckt mich jetzt gerade richtig ab. Weil beim Monster sind die ja auch wirklich mal so ein bisschen eingefärbt, aber der... Ja, Fail, würde ich mal sagen. Alles klar. Danke für nichts. Ich habe keinen anderen da. Naja, dann halt nicht, ne? So, ihr Lieben, es ist Zeit für einen kleinen Mittagssnack. Es ist 12.38 Uhr. Okay, man sieht es wahrscheinlich nicht. Aber ja, es sind ca. 3 Stunden seit dem Frühstück vergangen, aber ich bin überhaupt nicht satt geworden, deswegen gibt es jetzt was Kleines. Und zwar habe ich hier einmal einen Vanillepudding für Gelb. Ja, den kennt ihr ja schon aus meinen Videos, der ist super lecker von Rewe. Ich hatte übrigens gestern mal den von Aldi, also das Nachgemachte von Aldi, der hat einfach nur nach aufgekochter Milch geschmeckt. Fand ich überhaupt nicht geil. Auf jeden Fall der von Rewe ist
Dann habe ich mal wieder eine Khaki für Orange gekauft. Das ist mir vorher noch in den Sinn gekommen vorm Einkaufen. Und ich liebe, liebe Khakis. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt. Wenn nein, müsst ihr es unbedingt probieren. Und das Coolste kommt jetzt. Ich habe einfach Katjes in Wunderland Edition geholt. Also wenn das nicht Regenbogen ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Also da steht ja, glaube ich, sogar drauf Rainbow Edition oder so. Also kein Plan. Ist auf jeden Fall Einhorn Edition. Aber nee, steht Rainbow Edition drauf. Und ja, die werde ich mal probieren. Die sehen so aus. Richtig, richtig geil. Sogar ein Regenbogen. Ich probiere gleich mal. Diese Katjes kleben immer so in den Zähnen, weil das ja vegetarische Gummibärchen sind. Jetzt ist es mir runtergefallen. ja, aber schmecken auf jeden Fall richtig, richtig gut. Schmecken jetzt nicht anders als andere Gummibärchen, ne? Ist halt durch Farbstoffe eingefärbt. Aber schmeckt auf jeden Fall und das gönne ich mir jetzt mal. So, ich habe mir jetzt gerade mal zwei Maiswaffeln mit Giramont gemacht und Kräuterlingen drauf. Sind ja grün. Grün ist auch im Regenbogen drin, also gilt das. Und ja, die snacke ich jetzt noch und mal gucken, was es da noch gibt. So Leute, ich snacke jetzt noch einen Apfel. Ich habe so Hunger heute, dadurch, dass ich so viel Verschiedenes esse, was alles gar nicht so sättigt, habe ich irgendwie den ganzen Tag Hunger. Das ist ein bisschen nervig, aber das ist nun mal die Challenge. Deswegen snacke ich den jetzt noch und ich hoffe, dass ich dann erstmal bis zum Abendessen aushalte. Ja, genau. Das ist der jetzige Stand. So, es ist Zeit fürs Abendessen und hier habe ich einmal die Zutaten. Ich habe ja immer so schwarze Bohnenspaghetti, die sind aber relativ lila, glaube ich. Also ich hoffe, dass sie lila werden. Dann habe ich eine orangene Paprika. Dann habe ich so rote vegane Bratwürstchen, Grünsalat und gelbe Käsesoße. Blau fehlt jetzt zwar, aber blau bei so einem Essen ist halt echt schwer. Also blau gibt es nachher noch, keine Sorge. Und ja, genau, die Würstchen waren jetzt bei Lidl im Angebot. Will ich unbedingt mal probieren im Shirizu-Style. Und da habe ich noch einen Rabattcode für euch. Den blende ich euch mal in der Ecke ein. Und den Link dazu packe ich euch in die Infobox. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr über meinen Link bestellen würdet. Genau, da gibt es auch noch andere Sorten. Könnt ihr euch ja einfach mal durchstöbern auf der Seite. Und ich würde sagen, ich bereite mir das jetzt mal zu. Das Besondere an den Nudeln ist, dass die unnormal viel Eiweiß haben. Also die hier haben auf 100 Gramm 45 Gramm Eiweiß. Das ist halt echt krass für Nudeln. Und 323 Kalorien und nur 16 Gramm Kohlenhydrate. Und ja, die müssen nur super kurz gekocht werden. Also 4 Minuten Kochzeit ist halt echt richtig, richtig wenig. Und ja, so sehen die hier aus. Echt ein bisschen strange, aber ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Hexenbesen. Aber der Geschmack ist ja das Wichtige. Also würde ich sagen, ich koche das jetzt mal und dann seht ihr das Ergebnis. Und ich berichte euch, wie sie mir schmecken. So Leute, mein Essen ist fertig. Wie ihr seht, das sieht ziemlich bunt aus. Ich habe jetzt hier auch nochmal die anderen Sorten, die es noch von den Nudeln gibt, geholt. Es gibt einmal Sojabohnen, Nudeln, schwarze Bohnen, Nudeln und Edamame-Nudeln. Die sind mein Favorite bisher. Aber die schwarze Bohnennudeln sind leider auch wirklich schwarz. Deswegen habe ich noch Kidneybohnen reingemacht. Da ist dann noch die Käsesoße. Ketchup habe ich noch drauf gemacht, weil das Würstchen auch eher orange ist. Gelbe Paprika und grüner Salat. Das sieht irgendwie geil aus. Irgendwie richtig fancy. Ich habe die Nudeln schon probiert. Die schmecken auch sehr neutral. Also die haben jetzt keinen komischen Eigengeschmack. Also ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und ja, wie gesagt, mit meinem Code könnt ihr 15% sparen. Und ich packe euch alle Infos nochmal in die Infobox. So Leute, ihr kennt mich natürlich. Gibt es noch einen Snack heute Abend. Und es ist eigentlich relativ einfach, einen Regenbogenfarben Snack zu machen. Weil Götterspeise gibt es in ganz vielen Farben. Ich habe jetzt hier Kirschgötterspeise gemacht mit Vanille Flavor Drops drin. Dann habe ich Chips. Die sind nämlich gelb. Gelb ist auch im Regenbogen drin. Und wegen den grünen Kräutern, grün ist auch im Regenbogen drin. Also kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier, das sind die. Ich finde, die sind auf jeden Fall gelb. Und ich habe mir noch hier diese Pico Balla Gummibärchen gekauft. Da gibt es ja auch richtig, richtig viele Farben drin. Bonchi, du willst jetzt nicht noch anfangen zu essen, ne? Es ist 9:30. Auf jeden Fall habe ich diese Pico Balla als Kind
geliebt. Das waren echt meine Lieblings-Haribo-Gummibärchen, muss ich echt sagen. Und ich habe vorher auch schon einen probiert. Die schmecken halt immer noch so geil wie früher. Also ihr könnt mir das immer in die Kommentare schreiben. Habt ihr die auch immer so gegessen, dass ihr dieses Äußere beim Pico-Balla-Ding, dieses Äußere abgemacht habt und das Innere rausgeholt habt, dieses Schaummäßige, und dann immer erst das gegessen habt und dann das Gummi außenrum? Ich habe das immer so gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall mein Snack für heute Abend und ich mache es mir noch gemütlich auf dem Bett. Guck ein bisschen Grey's Anatomy, wie jeden Abend. Ich gucke das jetzt schon zum dritten Mal. Also falls ihr ein paar Serienempfehlungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin immer offen für Neues. Ja, genau, so lasst mir jetzt schmecken und mach mir einen ganz entspannten Abend. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist jetzt übrigens schon der nächste Tag. Und ich gehe jetzt gleich zum Sport. Ja, gestern war ich nicht beim Sport. Aber ich muss noch als Feedback sagen, ich hatte den ganzen Tag Hunger. Wirklich. Also echt, echt schlimm. Weil ich halt so unnährstoffreiche Sachen, sagt man das so? Unnährstoffreiche Sachen gegessen habe die ganze Zeit. Und halt so, es war halt überhaupt nicht so gute Lebensmittel, die mich sättigen. Und ja. Genau, dementsprechend habe ich auch gestern den ganzen Tag einfach gar nichts gemacht. Aber es hat auch den ganzen Tag geregnet, deswegen war es nicht so schlimm. Ja, ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare neue Video-Wünsche und Ideen schreiben, die ich dann umsetzen kann. Ich habe ja jetzt frei nach dem Abi. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben und ein Abo dazulassen. Das würde mich echt freuen. Bis zum nächsten Mal.